kann ich da jetzt wieder raus, ohne dass ich einen Jumpscare bekomme? Natürlich nicht. Also, ich meine. Ich hab's zwar nicht gesehen, aber erschrocken hat's mich trotzdem. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute spielen wir Summer of 58. Es ist jetzt mittlerweile schon die dritte Folge, also das Game wird wirklich lang eigentlich für meine Verhältnisse. Wenn euch das Video gefällt oder das Game gefällt, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da, über ein Abo würde ich mich auch sehr, sehr freuen. Und ich würde sagen, wir reden einfach gar nicht viel und gehen gleich rein. Nacht 3. Wir sind jetzt, glaube ich, in irgendeinem Krankenhaus oder so, wenn ich mich recht erinnere. Jakob hat gesagt, ich werde hier was finden. Ich soll mich hier umsehen. Natürlich darf mein Dictionary nicht fehlen. Und natürlich meine Kamera. Ach du Scheiße, das Game hat doch gerade erst angefangen. Ich sollte hier wiederkommen, wenn ich das gefunden habe, was ich suche. Bleib ich jetzt auch wieder Nächte? Aha, abgeschlossen. War sicher ich. In dem alten Camp habe auch mich schon eingeschlossen. Hier sind Schritte zu hören. Und ich habe Angst, dass gleich wieder ein Jumpscare kommt. Weil dieses Game hat mir in der letzten Folge, keine Ahnung, 15, 16 Jumpscares gegeben. Und das aber innerhalb so kurzer Zeit. Muss ich zoomen? Okay, das finde ich jetzt irgendwie creepy. Was ist das denn? Hier ist doch nichts. Das Game stellt mich schon wieder vor Aufgaben. Nee, ist niemand da. Lass mich doch alle in Ruhe. Da ist jetzt die Tür aufgegangen. Zumindest hat sich so angehört. Jetzt ist die Tür aufgegangen. Oder auch nicht. Oh! What? Da ging's doch gerade noch weiter! 1946, nach dem Krieg. Dutzende Kinder sind in einem Notunterkunft gelandet, nachdem sie ihre Eltern verloren haben. Das war ein Waisenhaus, das ihm die Anziehung und Unterbringung von Waisen anbietet. Aber die Arbeiten unter Führung des Militärs. Geil. Oh, cool, du hast mir die Tür aufgemacht. Moment, ich will hier mich noch kurz umsehen. Können wieder nichts aufmachen. Aber natürlich gehen wir doch durch die Tür, die so geheimnisvoll plötzlich geöffnet wurde. Und gleich kommt wieder ein Jumpscare. Okay, diese Tür endet zu einem anderen Korridor. Und ich habe irgendwas in meinem Rucksack, mit dem ich das öffnen kann. Ich denke mal, irgend so ein Bolzenschneider. Oh, hallo Puppe. Der Arzt des Waisenhauses wurde 6 Jahre lang wegen illegalen Organhandels eingesperrt. What the fuck? Er stellte in bürgerischer Absicht falsche Diagnosen und führte Operationen durch, um die Niere zu entfernen.
Der Direktor wusste davon nichts, aber er konnte seine Position nicht weiterführen. Das Waisenhaus wurde geschlossen und das Gebäude wurde verlassen. What the fuck? Er hat aber mit Organhandel gehandelt. Also mit Organe gehandelt. Kann ich da jetzt wieder raus, ohne dass ich einen Jumpscare bekomme? Natürlich nicht. Also, ich meine, was erwarte ich denn auch von diesem Game? Dieser Ort lässt mich nicht gehen. Ich muss beenden, was ich angefangen habe. Hat sie mir das jetzt gestohlen? Und warum habe ich sowas überhaupt mit? Ich habe mit einem Bolzenschneider gerechnet. Aber nicht mit einer Säge oder Flex. Ich gehe hier zuerst hier entlang. Ich fühle mich immer sicherer, wenn ich etwas bei der Wand bleibe. Wird wahrscheinlich nicht viel bringen, aber ich rede es mir ein, dass es sicher ist. Ich weiß, was ich falsch gemacht habe, aber ich habe keine Wahl. Ich muss meinen Sohn Ivan retten. Ich war so glücklich, dass Alexei zugestimmt hat, mir zu helfen. Ich darf ihn nicht gehen lassen. Niemand sollte davon erfahren. Natürlich nicht. Nee. Ich will nicht aufmachen. Nein, ich will nicht aufmachen, habe ich gesagt. Ich mach die später auf. Lass mich doch in Ruhe. Jo. Ich gehe dann einfach hier entlang, wenn ich mir die schon geöffnet habe. Ich habe es zwar nicht gesehen, aber erschrocken hat es mich trotzdem. Kann ich hier nicht irgendwas mitnehmen und den wehtun, den mich hier jetzt mal erschrecken? Oh ne. Oh, ich hab so Angst. Ich komm halt da auch nicht hin. Oder? Nee, mal, hier komme ich nicht lang. Aber hier komme ich lang. Ich habe keine Zeit, ihm zu helfen. Ich kann es nicht glauben. Das kann nicht passieren. Das ist nicht mein Menschka. Ich will ihn retten. Ich muss dringend einen Spender finden. Ich habe irgendwie... Genau, mit sowas habe ich vorhin gerechnet. Nicht mit einer Flex. Oh nee. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass dein Spender mich gleich erschrecken wird. Nee? Okay. Oh, ich komme hier nicht mehr raus. Oh doch, hier. Jumpscare? Nee? Aber hier. Nix. Ich gehe hier aber auch mir nichts, dir nichts einfach durch, ohne mich zu erschrecken. Oh, jetzt steht da ein Schrank vor der Tür. Toll. Mach das auf. Bitte. Batterie von dem, also der Akku von der Flex lässt nach.
Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, hier wird es keinen Ersatzakku geben. Oh. Ich weiß nicht, ob ich es bis morgen schaffe. Ich möchte von hier weglaufen. Aber dafür werde ich nicht bezahlt. Ich höre Stimmen, als wäre ich nicht alleine. Ich dachte, ich hätte eine Frau gesehen. Eher ihre Silhouette. Sie ging in den Schrank. Ich habe Angst, ihr zu folgen und mich zu bewegen. Ich möchte ihn überprüfen, ob es wahr ist oder vielleicht doch nur meine Fantasie war, die nach einem Glas geschärften Wodka. Auf dem Schrank sind schon viele Spinnweben. Ich habe sie zunächst gesehen, aber ich habe sie nur kurz gesehen, aber sie sah schrecklich aus. Es riecht von dort nach toten Dingen. Okay, ich trinke noch ein Glas und gehe ins Bett bis morgen. Willst du mir jetzt sagen, in welchen Schrank muss ich rein? In den? Oh, jetzt ist der Schrank wieder weg. Dann gehen wir in den. Ich will das nie mehr. Ich habe sie zwar nicht gesehen, aber erschrocken hat es mich trotzdem. Also gesehen habe ich sie schon irgendwie. Ich will nicht mehr. Ich will einfach nicht mehr. Was? Wieso ist denn die wieder verschlossen, wenn ich sie gerade geöffnet habe? Hä? Oh, natürlich, jetzt ist... Das gibt's doch nicht! Ein Jahr nach den Events in 1950, das Gebäude wurde in ein Krankenhaus umgebaut, aber das Budget wurde gestrichen und sie haben die Arbeit gestoppt. Aha, vielleicht auch besser so. Oh, natürlich, jetzt geht der Gang hier weiter. Will mich nicht wieder erschrecken. Habe ich einen Brechstange mit? Natürlich habe ich den Brechstange mit. Wie konnt ihr Körper überleben nach all den Jahren? Hier ist einfach Sterbeurkunde. Hier sind die Dokumente von 1958. Alexei, wo über den Maria sprach, antwortet ihr, dass er nicht mehr daran teilnehmen würde, weil er weigerte sich, mit ihr zu arbeiten. Was war dann der fragliche Fall und mit wem sprach sie, als Jakov sie sah? Es gab noch etwas, die Sterbeurkunde, das ist ihr Sohn Ivan. Er starb im Herbst 1950. Offenbar konnte sie es nicht ertragen und wurde verrückt. Sie wollte ihn so sehr retten, dass sie den Bezug der Realität verloren hat. Arme Frau. Ein Brief, der mich dazu brachte, den Schmerz einer Mutter zu fühlen, die ihr Kind verloren hat. Ich verfluche jeden, der mir nicht helfen konnte, denn ich werde nicht einfach gehen. Ich werde zurückkommen. Ja, das ist... Was meinte sie mit dem? Wie will sie zurückkommen? Maria, es tut mir leid. Die Tür ist weg. Und Ivan ist weg. Geil. Ew.
Sagst du zu dem was? Ein Messer? Ich muss hier raus, so schnell wie möglich. Ich glaube nicht, dass ich so schnell wie möglich herauskomme. Okay, der war später, aber doch. Hast du umgeräumt? Bitte habe umgeräumt. Ich will hier raus. Ich kann doch nicht mal laufen. Hör auf zu zoomen. Jumpscare incoming. Lass dein Stuff einfach hier und verschwinde. Oh, nix Jumpscare. Drei Wochen später. Ach, ich bin schon wieder hier. Was mache ich denn wieder hier? Oh, der Hase, den geht's immer noch gut. Ich habe keine Taschenlampe. Nichts habe ich. Oh, Jakob! Hallo, Jakob. Du brauchst keine Angst mehr zu haben, dass sich etwas findet. Und, ich werde mich um alles kümmern. Ich werde niemandem erzählen, wo du und deine Freunde leben. Beschütze diesen Platz. Ich freue mich, dass die Untersuchung so interessant und einzigartig war. Ich habe es geschafft, das Rätsel von 58 zu lösen und Jakob zu helfen, Frieden und Freiheit zu finden. Das kannst du in einem Blog nachlesen, aber wir müssen weitermachen. Ich gehe zu einem anderen Ort mit einer schrecklichen Geschichte, was einst Hexen lebten, und da werde ich eine ungewöhnlichen Fall haben. Ich werde ihn später davon erzählen. Es hört sich so an, als würde ich vom Day to Day gehen. Das ist vom Day to Day! Das passiert nacheinander? Really? Schade, dass es dazu noch nicht die Vollversion gibt. Schade, schade. Die Demo dazu haben wir gespielt. Die ist auch irgendwo verlinkt. Wenn ihr Bock drauf habt. Ein paar Tage später. Sieht jetzt eher aus wie From Day to Day. Muss ich ehrlich sagen. Das ist From Day to Day. Nur kann ich mich nicht daran erinnern. Die Batterie ist tot. Geil! Ich wollte gerade sagen, nun kann ich mich nicht daran erinnern, hier eine Kamera gehabt zu haben. Oh, das Messer. Nehme ich das nicht mit? Muss mich doch irgendwie verteidigen können. Nee, kein Bock drauf. Ich komme ja aber nicht weiter, wie bis da hoch. Oh nein. Oh, die kennen wir schon.
die hat mir den übelsten Jumpscare in From Day to Day beherrscht. Ist ja nur die Kerze ausgeblasen. Hast du zufällig meine Batterie erneuert? Nee. Schade. Schade, schade. Jetzt ist bestimmt die Tür da oben offen. Und ich kann damit interagieren da oben. Wie du da hochhüpfst! Ich will da rein. Fortsetzung folgt. Ich will From Day to Day spielen! Naja. Auf jeden Fall war es das jetzt mit Summer of 58. Es war ein geniales Game. Also die Jumpscares, es ist genial. Und ja, also ich habe in der letzten Folge schon gemerkt, die ist übrigens in der Videobeschreibung verlinkt. Da habe ich auch einen kleinen Short dazu gemacht, ist auch in der Videobeschreibung verlinkt, wie oft es mich in diesen 27 Minuten erschrockt hat. Und das war sehr oft. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und auch das Game gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich sehr, sehr freuen. Und ihr könnt mir auch gerne Game-Wünsche in die Kommentare schreiben. Ich sehe es mir sehr gerne an. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss.